Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte heute mit euch über Punk sprechen. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber es ist meine absolute Lieblingsmusik. Und die gab es. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gute Punk-Bands gibt im Moment, aber Punk damals, ich sag mal, der von damals, der holt mich immer wieder irgendwie in meine Welt zurück. Also an was ich glaube, an was ich persönlich glaube und hinter was ich stehe. Wer Punk nicht gehört hat oder wem das nicht sagt, das ist einfach zivile Ungehorsam Musik. Es ist einfach Musik, die gegen Systeme spricht und auch gegen die Politik spricht oder einfach sagt, was nicht passt. Und das fand ich immer schon sehr cool an dieser Musik. Und die Musik bringt mich irgendwie immer wieder zu mir selber zurück. Genau. Und schade, es gibt nicht mehr so die coolen, also die wirklich coolen Texte und die wirklich coolen Punk-Bands. Also ich fand halt so Underclass Hero geil oder so. Also ist ja schon ewig alt. Aber ja, es ist einfach so, dass nicht nur diese Musik fehlt, vielleicht eventuell gute neue Bands fehlen. Es ist irgendwie auch so, mir fehlt auch dieser Geist, dieser ungehorsame Geist. Wir sind immer brav und passen uns so gerne an und ich kenne das von mir selber. Ich möchte auch immer noch Leistungserbringer sein. Ich möchte auch immer noch Erfolg haben und auf jeden Fall irgendwas darstellen oder was weiß ich. Also so in diese Richtung. Und ich weiß aber irgendwie, dass mich das auch nicht glücklich macht. Also das macht mich nicht, erstens macht es mich nicht zu einer besseren Person und zweitens weiß ich nicht, wird trotzdem das Allerwichtigste fehlen und das ist irgendwie die Liebe. Die Liebe unter den Menschen auch. Es gibt so viel Kälte unter den Menschen und die ganzen Krisen zeigen es ja gerade, wo uns die ganzen Systeme und Machthaber eigentlich hingeführt haben. Und da muss ich euch echt jetzt was erzählen. Und zwar war ich heute in der Kirche und es gab, also vorgelesen, und es gab eine Stelle, die war in Johannes 12, irgendwas zwischen 20 und 33. Da geht es, ja, da geht es darum, na, eigentlich hat mich nur ein Satz so richtig angesprochen. Und der hieß: Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Der Herrscher dieser Welt wird hinausgeworfen werden. Okay, ich dachte so krass. Also ich wusste nicht, was es bedeutet, wenn ich ehrlich bin. Deswegen frage ich euch, also was bedeutet es für euch, der Herrscher dieser Welt wird hinausgeworfen werden? Und also es waren nicht die Herrscher, also es war jetzt kein Plural, sondern der Herrscher. Also was beherrscht diese Welt? Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist halt Kälte. Es ist Machtgier und ja, Egoismus. Selbst in Deutschland ist es ja mittlerweile so, dass ich mich, also schauen wir in die Welt hinaus, okay, es gibt wesentlich ärmere Länder wie Deutschland, aber ich fühle mich hier nicht glücklich. Also ich fühle einfach auch so viel Kälte unter den Menschen und dass Leute einfach auch kein Zuhause finden. Also sie finden keine Menschlichkeit. Und in diesem Text, ja, dann sagen die ja so, Jesus Christ kommt und so. Und also für mich ist das jetzt, also wenn es ich mir so vorstelle, dann ist, das müsst ihr jetzt nicht so übernehmen, aber für mich ist dieses Kommen, ist einfach ein Kommen der Menschlichkeit. Also wo ist die Menschlichkeit unter den Menschen? Und wo halten wir zusammen? Und wo geht es auseinander? Und also wenn der Herrscher hinausgeschmissen wird und die Menschlichkeit kommt,
dann bedeutet das so für mich, dass, glaube ich, immer mehr Menschen einfach diese Menschlichkeit entdecken wollen und auch anders sein wollen zueinander und auch einen ganz anderen Geist für diese Welt möchten. Also kein Geist der Auseinandersetzung, sondern ein wirklich Geist der Gemeinschaft, der Gemeinsamkeiten, der gegenseitigen Unterstützung. Ja, was auch immer ihr euch noch dazu einfällt. Ja, genau. Also ich bin gespannt, also falls ihr noch so eine Deutungsmöglichkeit habt, was der Herrscher dieser Welt für euch bedeutet, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ja, weil ich fand diesen Aspekt total spannend. Und ich denke, es sind voll viele Leute dran, so diesen Geist auf die Erde zu bringen. Aber manchmal muss ich mir einfach noch mal mehr Punkmusik reinziehen, damit ich auch weiterhin daran glauben kann und tatsächlich an etwas glauben kann. Also Musik hat mir schon immer Kraft gegeben und ja, wenn ihr Lust habt, ihr könnt auch mal in meine Musik reinhören. Ich singe auch über, ich sag mal, Dauerlauf ist so ein Lied, das ich immer wieder gern singe. Da geht es um Depressionen und dass wir immer weiterlaufen müssen. Ja, was einfach nichts mit einem menschlichen, guten Leben zu tun hat, wenn wir uns immer diesem Leistungsdruck auch unterwerfen müssen. Und ja, in unserer Gesellschaft, es zählt, also es gehört für mich zur Kälte mit dazu, zählt der Mensch nur, wenn er Leistungen erbringen kann und auch erbringt. Das ist eigentlich, ich will jetzt mal sagen, auch so ein Herrscher. Und dass wir die Schwächen in der Arbeitswelt eigentlich auch gar nicht so richtig integrieren können, obwohl wir auch Menschen sind, die Schwächen haben. Und das hat mich auch und es stört mich auch und hat mich auch schon immer gestört. Okay, aber ich mache jetzt hier mal einen Punkt. Ich freue mich auf eure Kommentare und ja, das war jetzt mal nichts über Hochsensibilität in der Arbeitswelt, aber wenn ihr auch Bock habt auf so Themen wie Arbeitswelt, hochsensible Menschen in der Arbeitswelt, Punk, dann abonniert doch auch den Kanal und ich freue mich echt, euch wiederzusehen auf das nächste Mal und ja, teilt mir gerne eure Gedanken mit. Was auch immer ihr aus dem Video mitnehmt. Also dann, bis ganz bald. Tschüss.